So, okay. Ja, hier vorne, da ist was. Alles klar. Dann gucken wir mal, was uns hier wieder erwartet. I just don't understand this at all. Hey, over here. Ja, Gringo. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. No, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes! Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Nun ja. Well, I'm interested in the map, but not so interested in the haggle. Why don't you just hand it over instead? Yes, you're funny. Listen. Give me the map. I'm done asking. Oh, my. Here, take it. Just let me be. Alles klar. Gucken wir uns die Karte mal an. Ah, hier haben wir wieder was. Wunderbar. No voy a morir por este mapa, estúpido. Ich kaufe ihm die doch nicht für 10 Euro ab. Oder für 10 Dollar. Schatzkarte erhalten. Okay. Haben wir denn jetzt wieder auf der Karte irgendwie was? Oh, er hat sein... hier den Wagen stehen lassen? Oder ist das ein anderer, weil der stand vorhin doch noch nicht da, oder? Wir gucken uns gleich die Karte an. Neue verstärkte Ausrüstung beim Trapper freigeschaltet. Schön. Aber wir kommen ja auch irgendwie nicht rein oder drauf, oder? Ne, kommen wir nicht. Auf dieser Seite vielleicht? Oh, da war was? Nee, du sollst dich nicht ausruhen. Nein. Okay, gucken wir nochmal auf die Karte. Irgendwo in der Schlucht, würde ich sagen. Vom Berg runter. Schlucht. Wird uns jetzt was auf der Karte angezeigt? Das wollte ich wissen. Beim letzten Mal wurde es das ja. Okay, wir gucken mal kurz in die Legende. Eine Leiche. Wir haben schon wieder eine Leiche. Ach, guck mal, direkt da, wo wir stehen, ist eine Leiche. Würde ich sagen, markieren wir uns mal eben die Leiche. Aber dieses Mal wird uns der Schatz nicht angezeigt. Das heißt, wir sind auf uns alleine gestellt. Aber hey, finde ich cool. Ist eine coole Sache. Gut, machen wir mal zu der Leiche da drüben. Mal wieder in die Tasche. Hier. Und dann gucken wir mal, wie wir zu der Leiche kommen. Ja. Wow. Also wir müssen den Weg da unten nehmen. Jetzt wäre ich fast wirklich runtergesegelt.
Whoa, easy. Ja. Ich glaube, wir sind ja auch hier hochgekommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal wieder runter. Ja. Ruhig. Das kriegen wir hin. Na, also. Ja. Okay, hier geht's ab, hier geht's ab. Hey, shut up. Get out of here. Act like you never saw this. Just thought you might need some help, was all. Okay? Ihr wollt doch wohl nicht. Shit, it is. Arthur Morgan himself. You think you were a dime novel? Fuck. Arznei. Ja, komm, nehmen wir. Oh. Fast draufgegangen. Da ist er. Okay, wir haben's. Mister, I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You done me a service. Hey, look. The stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. It ain't stealing if it's already stolen. Ja, cool. Got that right. Ja, coole Sache. Wir haben doch den Dietrich. Aufbrechen. Krass. Und was haben wir jetzt hier? Dosengemüse, Bohnen. Aha. Mehr nicht? Ja, davon habe ich schon genug. Okay, ja gut, das hat sich ja jetzt nicht gelohnt. Ich dachte, da wäre jetzt, wer weiß was drin. Wo ist der andere Kollege? Hier vorne liegt er. Okay. Immer wieder was los hier. Oder gibt es hier drinnen noch irgendwas? Schauen wir mal. Ah, hier kommen wir jetzt drauf. Nee. Ich kann diesen Wagen auf der Emerald Ranch beim Hehler verkaufen. Alles klar, dann mal kurz einmal... auf der Emerald Ranch und der da hinten. Dann würde ich sagen... Okay, ich würde sagen, wir machen es lieber auf dem Rückweg. Das ist doch ein bisschen heftig und ein bisschen weit bis dahin. Wir machen lieber nochmal hier unsere Mission, die wir eh vorhatten. Obwohl, Interesse hätte ich schon dran. Vielleicht ist er auf dem Rückweg noch da, Freunde. Dann machen wir das auf dem Rückweg. Was vielleicht auch mal interessant wäre. Oh nein, nicht plündern. Jetzt kommt hier einer vorbei. Hast du nicht gesehen? Schokolade! Nein, hat er nicht gesehen. Ein Hut. Ich bräuchte mal wieder einen Hut. Irgendwie ist mir mein Hut schon wieder abhanden gekommen. Aber hier liegt keiner rum. Okay. Komm her, Görchen. Let's go, girl. Yep. Na gut, dann reiten wir mal da hinten hin und wir sehen uns gleich zur Mission. Ah, und guckt mal, da vorne ist wieder ein Fragezeichen. Easy, easy. Ja, gehen wir mal an der Seite hier. Morgen. Was erwartet uns hier denn? Okay. Morning, dear. Oh. Hello.
quite a day, isn't it? Sure. What a country. I'm working on a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just there. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I am trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh! Good heavens! My bag! That thing is robbing me! Go, good heavens! Don't worry! Ich jetzt? Ja, okay. Sneaky one, too. Wildlife photographer. Ja, wo ist er denn hin? Wir nehmen mal die Waffe in der Hand. Ich habe das jetzt gar nicht gesehen, wo der hin ist. Ach, da ist er. Ja. Da, jetzt haben wir den. Ja. Ah, Hilfe. Nee, so kriegen wir die noch niemals. Da ist er. Nee, da ist er. Da. And Kyle, don't think about coming back. Okay. Ja gut, wir haben die Tasche, Freunde, wir haben die Tasche. Gut, wir bringen die Tasche zurück. Aber vorher würde ich sagen, wir gucken mal eben. Wir müssen mal eben was essen. Vorräte. Ja. Hiervon essen wir mal eben was. So, jetzt geht's uns auch wieder besser. Gut, bringen wir ihm die Tasche zurück. Aber was haben wir denn hier für interessante kleine Häuser überall stehen? Können wir denn hier mal eben reingucken? Geht doch bestimmt, oder? Nee. Nee, wir kommen nicht rein. Schade eigentlich. Vorne ist auch noch eine Hütte. Ist hier irgendwas? Ich meine, es liegt so verlockend auf dem Weg und man wird dran vorbeigeführt. Ich lege mal kurz die Tasche ab. Ja, guck doch mal. Kannst du mehr Zeugs, was wir hier nehmen können? Nein. Nochmal Tasche ablegen. Okay, dann doch nicht. Oder kommen wir jetzt vielleicht ohne die Tasche in das Haus rein? Schauen wir nochmal. Vielleicht lag sie an der Tasche. Ich will es einfach mal ausprobiert haben. Nee, also es lag schon nicht in der Tasche. Gut, holen wir uns die Tasche wieder und dann bringen wir sie ihm zurück. Chance noch reinzukommen. Nee, auch nicht. Okay. Okay, war das so weit? Sind wir so weit gerannt? Das kam mir gar nicht so weit vor.
got your bag. Oh, thank you. Thank you, sir. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. Can't thank you enough. Thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Jo. Und gibt's dafür jetzt auch noch eine Belohnung? Anscheinend nicht. Kein Geld, keine Belohnung. So. Also gut. Machen wir uns wieder auf den Weg. Ja. Weit ist es ja jetzt, glaube ich, nicht mehr, oder? Also ich war, glaube ich, schon ziemlich nah dran. Ich gehe mal eben in den Modus. Und dann gucken wir nochmal kurz auf die Karte, wie weit das denn noch ist. Oha, oha, oha. Tot oder lebendig? Was ist hier denn? Ach, kann das sein, dass das hier Richtung Blackwater ist? In Blackwater werden wir ja noch gesucht. Ja, ist gut möglich, dass das hier ist, ne? Puh. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, macht das hier Sinn, hier so richtig hier durchzureiten? Wir können ja mal vorsichtshalber unsere Maske aufziehen. Ich hoffe, er hat das jetzt gemacht. Ja, hat er. Ich glaube schon. Weil wenn wir hier gesucht werden, tot oder lebendig, dann ist es vielleicht doch ganz schön schlau, diese Maske mal aufzuziehen. Ich will jetzt auch nur mal sicher gehen. Ja, hat er gemacht. Alles klar. Genau. Blackwater und das umliegende Gebiet sind abgeriegelt und werden daher auf genau rot angezeigt. Wow. Ich würde sagen, es macht vielleicht mehr Sinn, wir reiten jetzt hier einfach mal querfeldein. Und nicht so über die Hauptstraßen. Okay, hier geht's bergunter. Wir müssen aber da hinten in die Richtung. Ja, alles klar, hast du gut gemacht, Gaul. Sollte wirklich der von der Map angegebene Weg der beste sein? Oh, Wildpferde, schön. Okay, dann gehen wir hier wieder auf die Straße. Und dann hoffen wir mal wirklich, dass uns kein Gesetzeshüter sieht, nicht wahr? Nee, ein bisschen weiter außen rumhalten. Ich meine, warum muss der sich auch hier hinten sein kleines Lager aufschlagen? Warum? Wir werden gesucht. Yeah! Verbundenheit Stufe 3. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir sind da, und wir sind da, und wir sind da. Alles klar. So, wo bist du? How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just... Hey. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, and pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the Upper Montana.
then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean, and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Yep. Okay. Finde das Boot. Follow me. Let's see if we can track down this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes. South of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. There, look. I think that's our boat. All right, gentlemen. Follow me. Ja, das wissen wir doch schon mit der Kinokamera. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Let's go! Stay with them! You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Push up, come on! Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Naja, da kommen wir ja gerade noch richtig. Ich verstehe nur nicht, warum wir das alles so langsam machen. Passiert auf jeden Fall was. Hey, they've pulled into shore. All right. Das Fernglas. Let's take a closer look. Binoculars, gentlemen. Oh ja, da ist er. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Ich glaube, der hat Probleme da. That's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Ja, well, das sehe ich auch so. You can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. Okay. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me.
Okay, dann machen wir das doch. Ach, und er hat Zeit. Unser Freund wird da unten wahrscheinlich gleich getötet, aber wir haben Zeit. Okay, wir sollten absteigen. Moment. Ich nehme trotzdem Waffen mit. Ich werde mitnehmen. Nee. Moment. Die Doppelläufige nehme ich mit. Quietly, if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a... Und ich nehme mit. Karabiner. Würde ich sagen, den Karabiner nehmen wir noch mit. Ja. Ratchet, then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Stay here. Alles klar. Die machen wir also leise. Let's get in the river. Wait until he's got them off guard before crossing. Yep. Hold up, he's doing his thing. Gentlemen, excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill, gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You She's take the one on the left. Where is she? Let's go now. Keep down. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, mister. I can't. I'm having a fit. God damn it, Archer! Okay, let's get after him. A pleasure, as always, gentlemen. I think you have it from here. Yeah. Wo müssen wir hin? Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. Alles klar. Okay, er macht das wieder von da aus. Jetzt hat er die Knarre in der Hand. Okay, dann würde ich sagen, dann wechseln wir auch schon mal. Und zwar auf den Karabiner. Who's the guy you got them from? Is he alive still? No. Come on, focus. Oh. Focus, okay. Na, mach schon. I can't wait to get back home again. Me neither. The older I get. Schon mal ein bisschen näher rangehen hier. I just want to make enough money to retire.